Eine Harnleiterstriktur stellt eine Engstelle des Harnleiters dar. Der Harnleiter verbindet Niere und Blase und transportiert den Urin, der in der Niere produziert wird, in die Blase. Kommt es zu einer Verengung des Harnleiters, kommt es zu einer Abflussstörung des Urins aus der Niere und so kommt es mittelfristig zur Schädigung der Niere, ob einmal funktionell, aber auch über immer wieder auftretende Harnsteine oder über rezidivierend auftretende Infektionen.